Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir Events in einer Kurzschreibweise ausdrücken können. Und das ist auch die übliche Schreibweise, wie es verwendet wird. Ich habe hier explizit diese Add- und Remove-Methode mit aufgeführt, damit man eben sieht, wie ein Event in seiner Langform aussieht. Üblicherweise schreibt man Events aber nicht so. Ich kommentiere deshalb diese Zeilen hier mal aus in unserer Klasse Metronom, die wir ja im vorherigen Videos geschrieben haben und eingesetzt haben. Sondern wie man Events eigentlich schreibt, ist in dieser Kurzschreibweise. Einfach mit einem Semikolon direkt hinter dem Bezeichner des Events. Der Compiler sorgt mal wieder dafür, dass eben diese Funktionalität, die ich hier eigentlich gezeigt habe, eben eingesetzt wird, um das zu bewerkstelligen, was hier eben in dieser Kurzform ausgedrückt wird. Das heißt, wenn der Compiler das sieht beim Erstellvorgang, dann macht er eben automatisch eine Add- und Remove-Methode und ein Private Backing Field, das eben zu diesem Event gehört. Und in der Add-Methode wird eben der übergebene Wert an den Delegate registriert, in der Remove-Methode entfernt. Punkt aus. Das heißt, wir können uns diese ganze Schreibarbeit hier sparen und stattdessen diesen Einzeiler verwenden, um dann eben diesen Event-Tick zu beschreiben. Und das ist auch die übliche Schreibweise, wie man es in .NET eben macht. Also Sie werden das hier in den allerseltensten Fällen tatsächlich sehen, sondern eher diese Schreibweise direkt mit dem Semikolon hinter dem Bezeichner des Events. Dann haben wir hier unten natürlich ein Problem, weil wir hier eben das Feld genutzt haben, um den Event auszulösen. Und das machen wir jetzt eben, indem wir direkt auf den Event zugreifen. Und das ist eben auch der Punkt, wie man es dann im echten Leben oder im Programmieralltag sieht. Wenn man eben ein Event hat, den man auslösen will, greift man direkt auf diesen Event zu, überprüft, ist der ungleich null, und wenn nicht, dann lösen wir ihn einfach aus wie einen normalen Delegate. Wie wir ja wissen, ist hinter einem Event nichts anderes als ein Delegate. Jetzt ist noch die letzte Frage, die offen bleibt und die ich auch im letzten Video nicht beantwortet habe. Warum überhaupt Event? Also ich meine, es wäre ja auch möglich, dass ich einfach das hier mache. Ich nehme dieses Event weg. Was ist jetzt hier? Ich habe hier ein Public Field, das heißt eben Tick und ist ein Delegate. Das ist jetzt kein Event mehr, sondern ein Delegate. Und wir sehen hier, überhaupt kein Problem, wir kriegen keine Compilerfehler. Ich kann das Projekt bilden, ohne dass irgendwas auftaucht. Wenn ich das Programm ausführe, funktioniert es auch genauso wie vorher. Wie wir hier sehen. Gar kein Problem. Also, warum nochmal? Warum ein Event statt einfach ein Delegate hier einsetzen? Der Punkt ist, das ist ein Verstoß gegen Kapselung, im Speziellen gegen die Datenhoheit. Was wir jetzt hier nämlich machen können, an einer beliebigen Stelle im Code, ist Metronom Tick gleich Null setzen. Was heißt das? Dass sämtliche Delegates, die ich hier zuvor registriert habe und die ich eben so eingesetzt habe, damit das Ganze funktioniert, die sind jetzt einfach weg. Und natürlich ist das hier eher ein Programmierfehler als eben ein gewolltes, böses Verhalten irgendeines Programmierers. Aber diese Programmierfehler entstehen im Alltag. Wir beschäftigen uns mit tausenden Zeilen Code pro Tag und da kommen einfach kleine Unstimmigkeiten mit rein in den Source Code, und kein Source Code ist fehlerfrei. Das Problem ist hier, der Compiler, der schreit nicht, dass das hier ein Fehler ist. Und wenn wir unser Programm jetzt ausführen, dann sehen wir, ist ja blöd. Und jetzt stecke ich hier in diese Erzeuge-Ticks-Methode auch nochmal einen Breakpoint rein. Das heißt, wir kommen hier wirklich an. Der Event würde ausgelöst werden. Aber das Problem ist eben,
an diesem Event ist nichts mehr registriert. Beziehungsweise, also es ist ja kein Event mehr, es ist eigentlich bloß ein Delegate. Also, entschuldigen Sie, dass dieser Delegate wird nicht ausgelöst, weil er null ist. Und das wurde von außen gesetzt. Das heißt, diese Klasse Metronom hat in dieser Hinsicht ihre Datenhoheit verloren. Und wir sehen eben, unsere While-Schleife würde funktionieren, wenn das Ganze eben auch funktionieren würde. Wir kommen hier immer wieder an dieser Stelle an, aber Tick wird nicht ausgelöst, weil das Ding eben null ist. So, und das ist eben der Punkt, warum Events. Mit Events, wenn ich hier jetzt dieses Event auf, Entschuldigung, wenn ich hier eben wieder das Event-Schlüsselwort setze, dann ist es zwar möglich, dass man Add und Remove aufruft, also Plus ist gleich und Minus ist gleich, nutzt. Aber wir sehen hier, das erzeugt jetzt einen Compiler-Fehler. Boom. Wir haben hier eben die Datenhoheit wiederhergestellt. Es ist nicht möglich, dass wir so einen krassen Einfluss auf diesen Event nehmen, dass wir ihn zum Beispiel null setzen. Und was auch nicht mehr geht, ich nehme nochmal dieses Event-Schlüsselwort hier weg, wir können jetzt nicht einfach diesen Delegate von außen auflösen. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, dass ich hier Tick aufrufe. Ja? Vorher hatten wir eben das Prinzip, dass wir innerhalb dieser privaten Methode diesen Event auslösen. Wenn wir ihn wirklich bloß als Delegate machen und auch hier noch so public anbieten, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, okay, dann löse ich halt mal diesen Event von außen aus. Das ist auch eben ein Verstoß gegen Information Hiding. Na, also jede Klasse sollte die Internas, wie es eben zu einem Event kommt, vor dem Nutzer verbergen. Und also hier, da, die Kapselung wird hier eindeutig gebrochen. Einerseits, weil ich hier eben Tick auf Null setzen kann. Einerseits, weil ich von außen Tick hier an dieser Stelle auslösen kann. Also das ist einfach ein Konzept dahinter, das sorgt nicht für robusten Code. Weil irgendein Programmieranfänger, der nicht weiß, wie man Events richtig nutzt, der wird, oder Delegates richtig nutzt, der wird eben vielleicht mal auf diese Idee kommen. Und dann wundern sie sich, 3 Stunden lang, warum sich ihr Programm so verhält und nicht anders. Und wenn wir hier eben wieder Event einsetzen, dann gibt es ausschließlich innerhalb der Klasse die Möglichkeit, dass wir diesen Event auslösen. Damit ist Datenhoheit eben sichergestellt und auch die Möglichkeit, dass man bloß innerhalb einer Klasse ein Event auslösen kann. Nämlich genau an dieser Stelle. Wenn das außerhalb dieses Klassenscopes, also dieser geschweiften Klammern eben passiert, dann ist das Ganze ein Fehler für den Compiler. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das Wichtige, was Sie mitnehmen sollen, eben Events sind dazu da, um die Kapselung sicherzustellen, insbesondere die Datenhoheit. Und es gibt diese Kurzschreibweise für Events und das ist die übliche, die man eben einsetzt, nicht die wir jetzt in den letzten beiden Videos gesehen haben, wie wir sie hier oben gerade markiert haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!